Ja, ich heiße Denis Rouget, ich bin Professor für Chorleitung in Stuttgart, aber ich komme aus Frankreich, man hört das in meinem Akzent. Ich komme aus Frankreich, ich habe in Paris studiert, meine Familie war schon eine musikalische Familie und meine Brüder und Schwestern sind auch in der Musik. Und seit jetzt 10 Jahren bin ich hier in Stuttgart. Ich habe das große Glück, in der Hochschule zu unterrichten. Das ist eine sehr interessante Stelle und die Gelegenheit, tolle Leute zu treffen. Und mit diesen Leuten haben wir den Kammerchor Figaro-Men gegründet, jetzt seit 5 Jahren. Wir feiern dieses Jahr das Jubiläum im Oktober, in einem Monat. Und wir haben den Chor gegründet, weil das liegt mir im Herzen, dass wir die Verbindung zwischen französischer Musik und deutscher Musik machen. Und wir haben eine Spezialität, das sind die Lieder oder die Melodie, die für Klavier und Chor bearbeitet sind, damit diese Begegnung zwischen Lied und Melodie blüht. Und so machen wir jetzt viele Sachen, aber auch a cappella. Und morgen in der Stiftkirche machen wir ein Konzert völlig a cappella mit vor allem drei wunderschönen Stücke von Axel Ruoff, eine Uraufführung. Die Stücke sind wunderschön, mit über Texten von Eichendorff geschrieben. Was uns wirklich am Herzen liegt, ist, dass der Klang des Chores etwas trifft, dass das Publikum getröstet wird. Für uns ist Trost ein schönes und wichtiges Wort. Und dann haben wir ein Repertoire, wir finden ein Repertoire, das dazu passt. Das ist mit einem schönen Klang, Sachen oft mit 8 Stimmen oder die auf jeden Fall generös klingen. Und das sind natürlich 19. Jahrhundert, Anfang 20. auch. Und auch natürlich zeitgenössische Musik machen wir auch, aber nur Sachen, die wirklich warm klingen und die machen, dass wir das Gefühl haben, dass wir etwas schenken können mit unserer Musik. Mhm. Und okay. Was besonders ist, dass die jungen Leute haben wirklich ein großes Herz und sie musizieren nicht nur mit einem super Niveau, einem schönen Niveau als Sänger natürlich und als Musiker generell, sondern auch als Menschen, die zusammen sich gerne treffen und wie gesagt wirklich etwas Besonderes in der Seele haben und dass sie kommunizieren wollen. Und das ist für mich ein großes Glück, weil das ist für mich ein großes Geschenk. Und diese Zusammenarbeit, wir arbeiten manchmal hart, aber immer locker und mit wirklich viel Freude. Und wir haben das große Glück, die Musik näher zu gehen und das ist schön, ja. Thank you.
Ja, das ist einfach ganz automatisch, weil ganz natürlich, sagen wir so, passiert. Ich habe den Kammerchor der Hochschule gegründet, als ich kam, und nach ein paar Jahren haben wir einen Wettbewerb gewonnen und das hat gut geklappt und der Chor hatte Lust und Freude, hat schön musiziert. Und dann, es gab einen Moment, wo der Chor zu klein war, sagen wir, es gab zu viele Leute drin und andere Leute, die dazukommen wollten. Und wir haben gedacht, vielleicht können wir einen zweiten Chor gründen, damit die ehemaligen des Chores schon weitermachen können und nicht aufhören müssen. Und dass die jungen Leute der Hochschule auch in der Kammerchor singen können. Und das ist so jetzt so passiert, dass der Kammerchor der Hochschule geht natürlich weiter. Und der erste Kern quasi macht weiter. Das sind Leute, die quasi alle Profi geworden sind. Und mit der Zeit schon, das geht. Und jetzt, sie wollten unbedingt dieses Abenteuer weiterführen. Das ist auch schön so. Ja, in diesem Programm gibt es drei Ideen. Es gibt natürlich immer noch die Trostidee. Das ist das ein Repertoire, das uns trösten kann. Und mit dem Thema, ich hebe meine Augen auf. Und wir dachten, in der Situation, die aktuelle Situation, ist natürlich etwas, das wir alle brauchen. Was machen wir mit unserem Leben jetzt und wo können wir Hilfe finden? Das ist ein Thema. Das zweite Thema ist wie immer die Begegnung zwischen deutscher und französischer Musik. Das heißt, es gibt romantische Stücken aus Deutschland, es gibt ein paar Motetten aus Frankreich auch. Und natürlich auch diese Uraufführung von Axel Rohrhoff. Und diese drei Stücke hat er auch in der Zeit der Corona-Pandemie geschrieben. Das war für ihn auch eine Begegnung mit Eichendorff, die, glaube ich, sehr wichtig war. Und diese Stücke, es gibt drei Stücke, das erste und das dritte sind ganz langsam, sehr innig, sehr, sehr stark, aber sehr ruhig auch. Und das zweite Stück im Gegenteil ist sehr brillant und schnell und sie sind alle schwer. Man muss viel arbeiten, aber sie sind richtig. Für mich sind Stücke, die das große Repertoire jetzt bereichern. Das ist das Niveau von bekannten Stücken und das ist natürlich eine Ehre, dass wir das machen. Ich bin mir sicher, dass viele Chöre das machen werden, inklusive Rundfunkchöre, weil das Repertoire ist schwer, aber das lohnt sich wirklich. Und was mir wirklich Freude gemacht hat, ist zu bemerken, dass die Sänger immer gerne gearbeitet haben, geübt und geübt und geprobt, damit das richtig schön wird. Und nie eine Sekunde haben sie gesagt, warum, sondern wirklich haben sofort gespürt, wie,
wie wertvoll dieses Repertoire ist. Lass dich die Welt nicht fahren, 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 fahren, nicht 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 fahren
individuellen Klang, den die einzelnen Sänger und Sängerinnen mitbringen, und formt daraus so seinen Chorklang, anstatt zu sagen, mein Ideal ist dieser Klang und die Sängerinnen müssen sich darauf einlassen und sich da anpassen. Also ich glaube, Stimmen so verbiegen irgendwie. Genau, das ist auch eine Art Chorklang zu verstehen, die jetzt, glaube ich, nicht so verbreitet ist einfach. Und ich glaube, das hat auch eine krasse Ausstrahlung auf die Menschen, die uns dann zuhören. Also ich glaube, das spürt man, dass wir entspannt singen. Und das ist, also klar, ein Konzert dann morgen ist auch eine Anspannung, aber trotzdem geht es uns gut dabei. So. Ja. Und im Moment des Konzerts hat man auch immer das Gefühl, dass die Musik im Vordergrund steht und der Wunsch, mit der Musik was auszudrücken, und nicht die Perfektion. Also die Perfektion wird versucht, in den Proben herzustellen, und der Konzertmoment ist dann aber reserviert für musikalischen Ausdruck und nicht für, oh, bis in dem Konzert und alles muss perfekt werden. Ja, und es hat dann so eine ganz große Kraft irgendwie, wenn so diese ganze, ja, nicht Maschinerie ist ein blödes Wort, diese ganze Gemeinschaft dann irgendwie lebt und zusammen das macht. Auf den Höhen.